Ja, wir hören jeden Tag neue Begriffe. F-Commerce, S-Commerce, M-Commerce. An E-Commerce haben wir uns ja schon auch gewöhnt. Und dann fragt sich ja der ambitionierte Laie, wo ist da eigentlich der Unterschied? Und ich glaube, wir sollten uns von diesen Floskeln auch verabschieden. Letztlich, natürlich können wir unterscheiden zwischen Social Commerce, Mobile Commerce, E-Commerce. Aber macht das wirklich Sinn? Ich glaube nicht. Letztlich reden wir von Commerce. Es geht nicht mehr darum, einen Umsatz jetzt genau einem Kanal jetzt auch zuzuordnen, sondern es geht insgesamt darum, Umsatz zu generieren. Und insofern glaube ich, dass wir hier mit der Begrifflichkeit Commerce völlig ausreichend dann auch unterwegs sind und dass man dann nicht noch die einzelnen Unterscheidungen hier auch machen muss, was natürlich von den Vertretern, gerade von entsprechenden Dienstleistern, die hier Leistungen dann auch anbieten, anders gesehen wird. Aber ich glaube, es reicht, wenn wir uns über Commerce unterhalten. Eine spannende Fragestellung, die, glaube ich, im Moment sehr, sehr viele hier auch bewegt, ist die Frage, wer gewinnt eigentlich am Ende des Tages jetzt, wenn wir uns mal eine Entwicklung von mehreren Jahren anschauen, jetzt im Online-Bereich Marktanteile. Sind es jetzt die reinen Online-Unternehmen, Amazon allen voraus, oder sind es dann eben auch die Multi-Channel-Unternehmen, die Cross-Channel-Unternehmen, denken wir an den Douglas beispielsweise und an Globetrotter, die da vielleicht schon ganz gut unterwegs sind. Die einfache Antwort ist, beide werden gewinnen. Wenn wir uns die nächsten Jahre hier anschauen, prognostizieren wir, wie andere Experten auch, dass wir deutliche Zuwächse noch weiterhin haben werden, zweistellig im Bereich jetzt des Onlinehandels. Und von dem werden beide profitieren. Das heißt, beide Sparten werden wachsen. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass die Multi-Channel-Unternehmen deutlich stärker wachsen werden als die Pure-Play-Unternehmen, weil wir glauben, dass hier doch große Vorteile auch für den Kunden sind. Das ist in vielen Situationen für den Kunden eine schöne Sache, wenn er im Ladengeschäft dann hier eben auch steht und sagt, sein Paar Schuhe ist jetzt nicht verfügbar, dass er direkt im Geschäft eine Online-Bestellung letztlich auch auslöst und die vielleicht sich nach Hause schicken lässt oder er lässt sie sich vielleicht in die Filiale schicken. Und wenn die dann eben nicht passen, dann wird er die dann zurückgeben oder wird sie zurücksenden. Kunden denken nicht in Kanäle, sondern Kunden denken in Berührungspunkten zu Unternehmen, Kunden denken in Käufen. Und ich glaube, dass Multi-Channel-Unternehmen eben dadurch, dass sie unterschiedliche Touchpoints gegenüber den Kunden hier auch besetzen, da besser aufgestellt sind. Es wird gewisse Situationen geben, wenn ich eben ein Buch hier benötige, jetzt fürs Wochenende, dann brauche ich keinen Service und wenn ich mir das nach Hause schicken kann oder an den Arbeitsplatz, dann ist es eine klassische Fragestellung für Pure Play. Aber es wird jede Menge andere Situationen geben, in denen diese Kombination der Kanäle, in denen die Kombination von Online- und Offline-Service für den Kunden sehr großen Mehrwert dann auch darstellt. Und die große Kunst, und vor dieser Herausforderung stehen ja jetzt die stationären Händler, ist es eben, die Mehrwerte kanalübergreifend den Kunden so anzubieten, dass er gegebenenfalls auch bereit ist, Mehrwerte in Form von höherem Preis letztlich dann auch zu akzeptieren und beim Multi-Channel-Händler einzukaufen. Weil natürlich ein Pure-Play-Unternehmen hat den großen Vorteil, dass die Kostenstrukturen im Normalfall gänzlich andere sind und er deswegen preisaggressiver hier auch auftreten kann. Aber wie gesagt, ich glaube, diesen Vorteil, den werden sie sicherlich nutzen und deswegen werden die Pure-Player auch weiterhin wachsen. Das ist einer der Gründe. Aber on the long run glaube ich, dass die Multi-Channel-Händler eine sehr, sehr gute Chance haben, wenn es ihnen gelingt, wirklich kanalübergreifend Mehrwerte für Kunden zu bieten, ein großes Stück und ein noch größeres Stück eben vom Online-Kuchen hier auch abzukriegen.